Ja. Malaysia starten. Bluescreen. Das starten, das starten. Ja, herstellen. Browser. So, Browser sind auch wieder da. Engine Server läuft. Uno momento, por favor. System is just crashed. So, da noch das. Hier noch. Borderless Gaming. Und Astron hier. Tja, gibt es nur drei, habe ich 10 Minuten umsonst gebaut. Ist alles wieder am Laufen? Gut. Genau, der Code, der muss noch laufen. Da. So. Dann haben wir jetzt wieder alles am Laufen. Gut. Ja, hier hat er das letzte Mal gespeichert. So, hatte die Plattform hier aufgestellt, glaube ich. So. Dann hatte ich mir Glas geschmolzen. Und dann hatte ich mir mit dem Glas Luftkanister gebaut. Sauerstofftank.
Gut. Sonst noch was? Wie viel mehr habe ich denn noch nicht gemacht? Das speichern wir noch mal. System Service Exception, sagte er eben. Ein Bluescreen. Wer weiß, was das ist. Oh wait, eine Sache ist noch. Grafikkarte wieder auf ursprünglichen Takt setzen. Gut. Da habe ich ja was gesehen. Wie weit kommen wir denn hier? Hoch. So. Harz wollte ich jetzt wohl, genau. Harz, ja. Irgendwo haben wir die auch hier Harz in rauen Mengen. Hier war ein bisschen. Aber ich glaube, das reicht nicht. Hier, so, das sieht gut aus. Thank you.
Okay. Zweimal Harz. Ist jetzt nicht so reichhaltig. Fahren wir mal weiter, gucken. War nicht unterwegs noch was? Hier ist noch Harz. Auch bloß hat eine, okay. Okay. Das ist doch schon mal was. Da ist noch eine Forschung. Wo kommt die denn her? Können wir uns gleich noch umschauen, ob wir nicht noch eine finden? Ist doch glatt noch eine. Ach, hier ist noch Harz. Nehmen wir, nehmen wir. Reichhaltiges Vorkommen. Na, kommt da noch was? Sieht nicht so aus.
Nee, da ist wohl nichts mehr. Boah, das ist ja wohl gefährlich hier. Das ist noch eine Forschung, aber die kriege ich nicht mehr mit. Oder ist das überhaupt eine? Ja. Kriege ich nicht mehr mitgenommen. Ja. Was soll's? Hä, warum fährt der jetzt nicht mehr? Ach so. Wenn ich dagegen gefahren bin. So. So, wir machen jetzt große Plattform B. Wer weiß, wann wieder ein Crash kommt. Erstmal safen.
Lithium und Zink. 3750. Mittelgroße Silo. 3000. Labor, Handelsplattform, Wolfram habe ich nicht, Eisen habe ich nicht. Ein großer Schredder. Aber Eisen habe ich auch nicht. Bauen wir noch den großen Drucker. Eigentlich auch diese breite Anpassung, 1000 kostet die, aber die ist so, glaube ich, auch wert, kostet die 10 haben wir. Kohlenstoff, das ist Zink. Genau. Aber schon mal einen größeren Kreis. So, großer Drucker, was kannst du denn? Eine Unterkunft mit Silikon und Kunststoff. 2 Aluminium. 2 Aluminium. Schubdüse kriegen wir damit nicht hin. Scorpi, hey, willkommen. Willkommen, willkommen. Aluminium. Okay. So.
Dann bauen wir am besten gleich zwei Schubdüsen. Willkommen, willkommen. Könnte man gleich eine zweite bauen, ne? Bauen wir erstmal eine. Dann noch die zweite hier anstoßen. Da haben wir die andere Schubdüse. So. Keramik. Wollen wir noch einmal Keramik. Haben wir, haben wir. Gut, gut. Basteln wir uns noch eine Plattform. Sammeln wir in der Zeit noch ein bisschen Rohstoffe. Sauerstoffmacher, okay. Packen wir hier noch. Moment. Drehen wir hier einmal. Haben wir schon mal Strom.
Dann basteln wir uns mal Graphit. Lassen wir die Dinger hier schon mal liegen. So, was haben wir hier? Eine große Plattform B. Ja. Okay. So, ich wollte jetzt noch was bauen. Sauerstoffmacher habe ich, Solarmodul, Glas und Kupfer, Windturbine, Keramik und Glas, Lager brauchen wir nicht, Traktor wollte ich bauen, genau. Den können wir dann nämlich hier auch mitnehmen. Müssen die Verpacker erstmal vielleicht noch zu Hause bleiben. Aluminium und Gemisch. Erstmal so ein Lager.
Jetzt habe ich auch fast alles verbraucht, was ich hier hatte, ne? Ja. Dann haben wir einen Sauerstoffmacher, eine Schubdüse, einen Traktor. Energie brauchen wir auch, wenn wir auf einem neuen Planeten unterwegs sind. Zwei Verpacker, drei Verpacker. Dann lassen wir die Kanister hier. Wobei, wir können ja zwei mitnehmen. Zwei den. Wobei, wir können noch eine große mitnehmen, ne? Moment. Wenn wir die bauen, Aluminium und Keramik, glaube ich, war das. Schmeißen wir erstmal Forschung wieder an. Keramik und Aluminium erstmal haben, ne? Nee, den müssen wir anders machen. Haben wir jetzt nämlich genug Material für eine volle Runde Harz. Müssten wir doch hier ein Solarmodul gebaut kriegen. Ach, Glas und Kupfer, okay. Und Glas und Keramik.
Andererseits könnte der hier ja auch viel besser stehen, ne? Kann der Drucker hier in Ruhe drucken? Nein. Hallo. Brauchen wir jetzt noch mal ein bisschen Material. Machen wir mal einen neuen Code, wa? 67. Und wir denken uns jetzt das aus. Open. So. Na? Einmal hier. So. Oh, wir haben ja gar keine Forschung mehr. Eieiei. Denn erforschen wir noch. Mittelgroße Batterie. Das ist auch sehr nützlich. Eine Bohranpassung. Und
Ding lassen wir auch hier. Hart lassen wir auch hier. Eine Batterie sollte ich vielleicht mitnehmen. So. Dann lassen wir die ganzen Kanister auch hier. So, können wir noch einen kleinen Drucker mitnehmen. Ansonsten... Spiel wird gespeichert. Okay. Wenig Sonne, wenig Wind, was haben wir hier? Ressourcen, keine, sekundär keine. Lithium. Wir werden erstmal zur Lithium. So. Sind wir schon mal hier. Holen wir den kleinen Drucker. Nein, stopp. Jetzt haben wir ja hier eine Herausforderung. So, schon mal den Traktor eingestellt.
Natürlich funktioniert das hier nicht. Ich drehe noch durch. So lang. Keine Energie. Erstmal eine Plattform bauen mit der letzten Energie, die wir haben. Alter, ich wollte das Ding gar nicht greifen. Ich wollte hier die Plattform unstecken. So. Dann können wir das schon mal laden. Dann haben wir hier einen Sauerstoffmacher. Die Schubdüse, die lassen wir hier so. Das Lager, das muss erstmal hier stehen bleiben. So. Können wir erstmal schauen, was können wir produzieren? Verbindungspaket, aber davon haben wir ja noch welche. Brauchen wir erstmal nicht. Ja, so langsam kommen wir in Schwung hier. War ein bisschen herausfordernd zu Anfang. Thank you.
Nein. Hatte ich nicht eine Batterie? Ich wollte gerade sagen. So, die Schubdüse, die basteln wir erstmal hier ran. So. Dann können wir ja den Sauerstoffmacher auch hier drauf setzen. Genau. Hätten wir schon mal für einen Rückweg hier sowas. Genau. Noch mal eine Plattform. Wie setzen wir denn hier so hin? Gut. Können wir denn noch schönes bauen? Da brauchen wir Aluminium für, dafür brauchen wir den brauchen wir nicht. Mittelgroßer Drucker. Nee. Wir müssen erst mal gucken, ob wir hier was gerade hinkriegen. Step by step, you walking through the door.
Eieiei, bleibst du stehen? So. Forschungskammer, genau. Wir basteln noch Leuchtfeuer. Pflanzenzeug, das brauche ich alles gar nicht. Nein! Nein! Falsche Taste gedrückt. Eieiei.
Verdammt. Ach, das habe ich schon. Okay. Stellen wir da so hin. Wie, die passt hier nicht rauf. Ernsthaft? Damn. Doch ein bisschen krass, die Schräge.
Oh, jetzt habe ich ja das neue noch Harz. Komm, lass mich hoch hier. So. Kein Strom mehr. Hui. Hallo, despawnst du hier bald?
Willkommen weg, Herr Heil. Kleiner Kanister, bauen wir mal noch sowas. Energy. So. Mm-hmm.
Let me see. Wir können ja ein Aktivitätsspiel spielen. Haben wir hier das Kommando. Wo ist das hier? Schnellzugriff. Da. Dann nehmen wir das. So. Okay. Drownie, willkommen. Hallo. Oh, was ist denn das? Ein Forschungsgegenstand. Den nehmen wir aber. Noch eine Forschung. So. Wir brauchen jetzt Energy, Energy, Energy.
Okay, dann läuft das. Hängt ja auch noch eine Forschung. Mensch, kommen die denn alle her? So viele schöne Sachen. Okay. Ich sollte mal eine Höhle suchen, ne? Looking for cave. Ah.
Jetzt hier noch viel weiter. Ah. Ha, 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 ha. Hallo Beni. Sammeln wir alles wieder ein und versuchen uns hier tiefer zu graben. Irgendwo muss ja hier Lithium sein. Wie sammelt man die mit einem Klick ein? Also platzieren tust du ja mit T, ne? Und wenn du so stehen hast, dann gehst du mit der Maus rüber. Uah. Na, hör auf. Gehst mit der Maus rüber, drückst die Shift-Taste und dann mit links Mausklick. Also mit Shift und links Mausklick kannst du die einsammeln. Denn. Macht sich ganz gut. Und wenn man ein bisschen geübt ist, kannst du halt auch beim Laufen. So, wir werden mal die Bohreranpassung hier lassen. Die Anpassung auch hier lassen. Kostet ja alles Energy. Einfach mal stur nach unten bauen. Irgendwann treffen wir schon mal eine Höhle. Ich weiß nicht, Beni. Aber wenn ich dir helfen kann, musst fragen, wenn du irgendwas nicht weißt oder. Wer weiß, wer weiß. Also sehen, dass ich streame, müsst ihr, weil er hat mir gestern noch gefolgt und dadurch müsst ihr da zumindest sehen, dass ich online bin. Aber alles weitere kann ich dir nicht sagen. Hast du heute auch endlich den Traktor gebaut? Na, ich kann dir noch empfehlen, zwei Hänger daran zu hängen. Und dann kleines Windrad und Solarmodul auch immer mitzuhaben, dass du unabhängig bist mit Energie und so. Und wenn du weit genug weg bist schon von deiner Base, dann vielleicht doch schon so eine Leuchtfeuer bauen, damit man ihn wieder nach Hause findet. Bei Verlaufen ist fast das Schlimmste, kann ich dir sagen. Wobei irgendwo reinfallen, wo du dann nie wieder rankommst, das ist noch schlimmer, dann bist du ja die ganzen Items erstmal los. Wo du nicht mehr rankommst, wenn da so eine ganz tiefe Höhle ist.
man da reinfällt und stirbt, dann ist man ja erstmal die ganzen Items los, die du auf dem Rücken hast. Ja, und ich bin jetzt schon auf dem zweiten Planeten. Kann dir ehrlich gar nicht sagen, wie der heißt, aber ich bin schon auf dem zweiten Planeten. Irgendwo gibt es doch hier sicherlich eine Höhle. Ich glaube hier. Das sieht fast danach aus. Müssen wir ein bisschen Platz machen, damit die Kamera nicht durchdreht. Wenn ich hier gleich lang gehe. Ein bisschen Platz braucht man ja. Sieht gut aus. Jetzt müssen wir mal ein bisschen weiter öffnen. Harmonium. Ja, da kann ich dir leider auch nicht so gut helfen. Entweder man findet das oder man findet das halt nicht, ne? Das ist schwierig zu erklären, weil das ist bei dir ein random generierter Planet. Also der ist per Zufall erzeugt worden. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, von der Basis aus rechts immer findest du Ammonium. Das musst du halt gucken. Das ist so ein... so weißlich, so weiß-grau. Also nicht so ein hellweiß, sondern so eher so dunkelweiß. Wie gesagt, das Ammonium, das brauchst du ja erst, wenn du eine Schubdüse bauen willst und den Planeten verlassen willst. Ich kann dir empfehlen, erstmal noch die anderen Sachen alle zu checken und auf dem Planeten erstmal Spaß zu haben. Also siehst ja, ich habe da gestern 5 Stunden lang auf dem ersten Planeten verbracht. Und ich kenne mich schon ein bisschen aus mit Astronier, also ich wusste schon, was ich tat. Jemand, der sich da nicht so gut auskennt, der kann locker 8 Stunden auf dem Planeten verbringen und hat immer noch Spaß und dem fehlt nichts. Nur heute habe ich mir gesagt, probier's mal einen zweiten Planeten aus. Da hatte ich ja schon alles gebaut. Ja, und dann gucken wir mal, ne? So, mal schauen, wie wir hier runterkommen. Ich habe schon mal eine Höhle gefunden. Das mit dem Code 12. Huch, welche Taste? Das mit dem Code 12, das hat damit zu tun, ich habe da einen Giveaway bei Theta laufen. Ich streame auch über Theta TV. Da läuft dann so eine Verlosung und wenn man da dann die Antwort 12 gibt, dann hat man eine Chance mehr zu gewinnen. Beim Zuschauen bekommt man so eine Coins und die kann man dann einsetzen in Giveaways, also in Gewinnspielen und so. Und da habe ich gerade eins laufen. Siehst vielleicht doch hier oben, hier hinter meiner Beta TV. Da oben steht denn, was ich da gerade verlose. Das ist so ein Rabattcode. Hallo Tanja. Ja, das muss dem Beni denn selber sagen. Wiki aufsuchen, ein Labor. Ich glaube, das Labor herstellen, das kostet noch zu viele exotische Materialien. Das kann ich noch nicht mal bauen, das Labor. Oder hier das Chemielabor. Da brauchst du ja auch irgendwie Eisen oder irgendwas für. Oder eine Legierung.
Weiß ich jetzt nicht genau. Also ich habe noch nicht mal ein Labor, kann ich dir sagen. Ah, nein, Brems. Oh, oh. Das war knapp. Das war eben so knapp. Aber Wiki braucht man jetzt auch nicht unbedingt, wenn man jetzt F1 drückt zum Beispiel, ne? Dann hast du ja hier die Astropedia und da kann man dann auch Grundlagen, Planeten, Ressourcen, sich alles erstmal ein bisschen angucken. Zum Beispiel bei den Planeten entsteht da auch, welcher Planet, was da unter Primär- und Sekundärressourcen sind. Kannst du so durchschalten. Also das hilft ja auch schon ungemein, ne? Wenn man sich das ein bisschen anguckt. Das ist eine gute Frage. Kann ich dir so aus dem Stegreif gar nicht beantworten. Ich glaube, der ist hier gar nicht bei, der Startplanet, der Anfangsplanet. Das sind alles andere Planeten sozusagen. Also wenn du das erste Mal abhebst. Ja, ich glaube, der ist gar nicht mit bei. Hier Silva ist schon einer, wo man hinfliegen muss. Die Solo ist einer, wo man hinfliegen muss. Kalidor ist einer. Risania, ich glaube, da bin ich gerade hingeflogen. Lobos, Glacio, das sind alles externe Planeten. Also der Startplanet ist gar nicht mit bei hier. Und hier bei Ressourcen, da sieht man dann noch, welches Symbol was ist. So ungefähr die Farbe sieht Ammonium auch aus, wenn das irgendwo rumliegt. Ja, und das kann man dann später alles herstellen aus Komplexe, also das sind dann komplexere Sachen hier. Aluminiumlegierung, Graphen, Silikon, Stahl, Titanlegierung, Wolfram, Carbid und so. Da brauchen wir dann schon so ein Labor, wie hier Tanja meinte. So. Ich habe erstmal hier so hingebaut, okay. Muss mich hier erstmal lang bauen. Damit ich hier zerstörungsfrei durchkomme. Aber mich greift hier nicht an. Das ist erstmal wichtig. Da ich selber so ein Experte bin mit irgendwo reinfallen, baue ich erstmal Löcher, wo ich reinfallen kann, zu. Kleine Löcher sind ja nicht das Problem. Aber große Löcher, die tief reingehen, sind dann schon ein Problem. War hier nicht noch irgendwas?
Hab ich hier nicht was gesehen? Lithium da hinten? Verdammt. Jetzt habe ich natürlich keine Verbinder mehr. Mist. Ich sammle die erstmal wieder ein und gucke mir das andere Seite an. Ich glaube, das ist dichter. Ich habe mir schon so ein verbesserten Bohrer gebaut, ja. Boah, warte mal. Erstmal hier. Skip Song. Was ist denn das für eine Müllmusik gewesen? Muss den. Ja, nee, sowas habe ich jetzt nicht. Ich habe so eine Bohrerverbesserung, damit ich schneller durch sowas hier durchbohren kann. Aber die habe ich oben gelassen, weil das kostet zu viel Energie. Kostet denn Energie, wenn du damit arbeitest? Und so viel Energie habe ich jetzt gerade nicht oben in der Basis, deswegen habe ich das noch gelassen. Ist ja nicht verloren, weißt du? Das nutze ich bloß momentan nicht. Die geht schon wieder runter, ey. Ich drehe noch durch. So viele Ecken und. Lithium, ich habe Lithium gefunden. Halleluja. Aber so ein Bohrer, ja, musst du sehen. Ich weiß jetzt nicht, den musst du auch mal erst erforschen, ne? Also ich habe den noch nicht erforscht, den Bohrer. Ich werde lieber mal zurücklaufen, kurz noch meine Reserven wieder auffüllen hier. Viele Sachen hier. Eine böse Pflanze. Die tut mir auf jeden Fall nichts mehr. Laterit, Aluminium, okay. Und da das hier so langsam geht, das merkt man dann schon, das härtere Gestein. Da kann man dann mit so einer Bohrer-Erweiterung oder Bohrer-Anpassung oder wie die heißt, arbeiten, aber das kostet den Strom. Da musst du immer in der Nähe von der Basis sein, weil das Strom kostet. Ich glaube, ich bin erstmal voll. Ich werde das mal hochtigern wieder zur Basis. Eine Forschung anschmeißen. Und noch ein bisschen Verbinder hier mitbringen nach unten, damit ich dann wieder was bauen kann.
Wisst ihr, wie ich mich hier schon reingearbeitet habe? Kilometer tief. Hier habe ich meine weite Anpassung und meine Bora-Modifizierung. Bora-Anpassung Stufe 1 liegen lassen. Erstens habe ich dann mehr Platz. Und zweitens kostet kein Strom. Strom ist auf dem zweiten Planeten auch noch ein bisschen eng. So, ich habe jetzt Lithium. Die große Batterie, die kostet aber Zink, glaube ich, ne? Ja, die kostet Zink und Lithium. Zink habe ich zurzeit nicht. Habe ich mir auch nichts mitgebracht. Ach, ich habe ja sogar noch Verbindungen. Hätte noch weiter bauen können unten. Aber ich lade erstmal meine Ressourcen ab. So. Der eine kommt noch da. Monodämon. Hallo. Willkommen. So. Sorry, Lindo. I don't know what you mean. Sorry. I don't speak your language. Bauen wir mal noch ein Verbindungspaket. Juhu. Yes. Englisch ist gut. German ist besser. No, no Espanol. Nope, Monodämon, I'm German. I can speak English and German. But no Russian, no Espanol, not Italian, no Italia. Halt, wo laufe ich hier hin? Wow. So,
Hier hinten hatten wir Aluminium. Yes, German. I'm from Germany. Das hier da Aluminium. Aber ist natürlich jetzt klar, dass ich hier nichts anderes außer Aluminium finde, ne? Was ist das? Aluminium. Aluminium, Aluminium. Mono Demon, thanks for the follow. Hey, wake up. Sammeln wir noch ein bisschen Aluminium. Wer weiß, wofür das noch gebraucht wird. Haben ist erstmal besser als nicht haben. Einer, Beni, auch dir willkommen.
Bringen das erstmal alles nach oben. Beute sichern. So. Ein Schmelzofen wäre jetzt nicht schlecht, ne? Und Gemisch. Ich krieg jetzt Harz her, da vorne ist noch Harz. Reicht das mal. So. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Gemisch. Oh, wait. Wir können ja so ein Lager bauen.
So. Haben wir schon mal Lager. Die paar Sachen hier schon mal lagern. Nee, das brauche ich vielleicht noch. Das hier und das da. Da ist auch noch ein Stück. Okay. Hauen wir die breite Anpassung rauf, dann können wir viel mehr erinnern in einer kürzeren Zeit. Lass mich hoch. So. Schmelzofen, go! Viertausend schon wieder. Forschen wir schon mal das Shuttle, dann ist das schon mal frei. So, hatte ich hier nicht noch was gesehen? Habe ich das schon gesammelt? Da haben wir noch einen Forschungsgegenstand. Was ist das hier für ein Symbol? Drei Sonne und mit Punkte. Graphit, okay. Da will er Graphit haben. So, der forscht erstmal.
Buch. Da ist der Schmelzofen fertig. Gut. Wir werden mal noch ein bisschen organisches Zeug so sammeln. Wenigstens denn den Generator hier anschmeißen können. Dann hat er erstmal ein bisschen Treibstoff. Bauen wir noch ein Lager. Erstmal was trinken. So. Zwölf war vorher. Machen wir noch einen letzten Code. Was haben wir jetzt? Den da, okay. Machen wir so und open. So, das Lager, das kommt denn hier hin? Haben wir da schon mal ein bisschen Platz? Geht ja gar nicht. Und was hat denn darüber stellen? Dann geht das. Ich werde mal noch ein bisschen von dem Harz holen, davon hat man nie genug.
Gut, ich glaube, das muss erstmal reichen. Dann brauchen wir nämlich noch eine Plattform. Sammeln wir noch kurz ein bisschen organisches Zeug. Das sollte reichen erstmal. Dann haben wir für den Generator schon mal genug Saft. Tun wir das hier so rüber. Gut. So. Brauchen wir für die Erdzentrifuge. Ein Aluminium, zwei Gemisch. Ein Aluminium, zwei Gemisch. Gut. Dann sind wir da auch schon mal weiter. Das Harz hier schon mal ablegen. Nope, Skip Song. So, dann kann ich mir nämlich hier auch Glas herstellen. Thank you.
Und wie ich auf diesen Planeten an Zink kommen soll, das ist mir noch ein Rätsel. Schmilzt das gleich ein? Warte mal. Haben wir noch ein Lager? Da tun wir hier hin. Ach, Keramik brauche ich dafür. Okay. Ja, na denn. Müssen wir das wieder zurückpacken. Mit Alu. Und noch ein bisschen Boden abtragen. Vielleicht hier. Schon sind wir voll. Jade, willkommen. Bastel war erstmal Keramik. Oh, der forscht. Keramik und Aluminium, die können wir uns dann auch noch bauen.
Ach, was ich immer das Aluminium einpacke. Ich brauche doch Glas. Da hinten eigentlich. Da gibt es auch so ein Modul für, ne? Ich glaube, da gibt es auch so ein Kraftwerk für. Muss ich bloß erforschen. Kaltstrom. Nee, ich glaube nicht. Denn ich glaube, an dem Buggy kannst du gar nichts dranhängen. Mit dem kannst du nur so fahren. Und mit dem Traktor, also hier zum Beispiel bringt der Traktor ja auch sehr wenig, weil man hier auch sehr, sehr viel hoch und runter hat, ne? Also bei dem Gelände hier bringt der Traktor sehr wenig. Hier sind ja überall Gräben und so weiter alles. Das lohnt sich gar nicht, damit loszufahren mit dem Traktor. Ach, shit. Schon wieder voll. Aber das wusste ich jetzt vorher nicht, deswegen hatte ich mir einen Traktor mitgenommen und der hat auch ganz gut geholfen. Andererseits müsste ich den mal... Ja, andererseits müsste ich den mal... hier rüber bewegen. Weil der hat ja selber auch einen Akku. Das hilft denn. Hilft denn mit? Geht leider nur in einer Richtung. Immer die Energieversorgung. Also entweder raus aus dem oder rein. So. Lass mal gucken, was wir da noch rauschen können.
Für die Handelsplattform brauche ich Eisen und Wolfram. Exoplattform ist nutzlos. Für Chemielabor brauche ich Wolfram, Keramik und Glas. Da brauche ich Eisen und Kunststoff. Musst du unter F1 gucken. Außerdem ist Wolfram Carbid keine natürliche Ressource, sondern eine Kompositressource. Die muss man herstellen. Da braucht man den Wolfram. So was hier, so grünlich sieht das aus. Und noch andere Komponenten. Na, warte mal, ich guck mal gerade Planeten. Die Solo gibt's Wolfram, okay. Hier gibt es Lithium. Sekundärstoff ist Titanit. Na, da gibt es als Sekundärwolfram. Aber Wolfram Carbid ist noch was anderes als Wolframit, ne? Wolframit ist der Grundstoff und Wolfram Carbid ist dann ein Dings hier. Kompositstoff, den man erst herstellen muss. Hämatit ist Eisen, Novus. Mehr Titanit, Hämatit. Stickstoff, Methan. Also wie es noch früher konnte man hier mit der Erdzentrifuge alles Mögliche herstellen. Jetzt ist das sehr beschränkt. Man herstellen kann Leben, Quarz, Graphit, Ammonium. Also wenn du gar kein Ammonium zum Beispiel findest, dann musst du dir so eine Erdzentrifuge erforschen und bauen. Dann kann man Ammonium noch selber herstellen. Ich muss auf Toilette, ich kann mich gar nicht richtig konzentrieren. Erstmal in der Shuttle und bin gleich wieder da. Bis gleich.
So. Da ist er wieder. Oh. F verlassen. Fertig geforscht. Nächster. Tausendeinhundertfünfundzwanzig. Und der? Tausendeinhundertvierzig. Gut, das Glas lassen wir hier. Ich überlege jetzt schon mit dem Lithium hier nochmal nach Hause zu fliegen, zur Heimatbasis. Aber andererseits brauchen wir, sollte ich denn noch was mitnehmen? Sonst lohnt sich der Flug nicht. Das heißt, wir müssen uns noch ein paar Verpacker herstellen. Nehmen wir ein paar Forschungsbobbel mit. Sammeln wir noch ein bisschen Material. Quarz, Harz ist fast dasselbe, ja. Aber wenn man erstmal diese Erdzentrifuge hat, dann braucht man nicht mehr so stark suchen nach einigen Ressourcen, ne? Dann kann man schon einige herstellen, das ist schon ganz gut.
Hast du schon mal gesehen, wie so ein Verpacker funktioniert? Den setzt man auf den Gegenstand, den man verpacken will. Dann drückt man F. Schnapp. Und schon hast du den Forschungsbobbel in so einen kleinen Dings hier verpackt. Dadurch kann man die auf den Rucksack nehmen und mitnehmen. Schon mal 4 Forschungsbobbel, die ich denn mitnehmen kann zur Erde, wo ich herkomme. Dann noch ein bisschen Erde sammeln. Was ist das hier? Forschung. Und mal noch 2 Verpacker. Wenn ich denn das Lithium zusammenkratze, was ich so habe. Dann wird das auch ein voller Stack. Kann ich das Ding schon mal ins Raumschiff stellen? So, kann ich mir die Sachen einstecken? Könnte ich noch ein Lithium mitnehmen? Das haben wir noch nicht auf dem anderen Planeten. Eigentlich Lithium nur. Dann lasse ich die Dinger noch mal hier und dann gehe ich noch mal runter und hole eine Tour Lithium hoch. Lasse ich denn wirklich voll bepackt bis oben hin mit Lithium und Forschungsdingern zurückkomme. Gehen wir noch mal in die tiefe Höhle. Ganz unten. Wow, Brems, nein! Wow.
nicht so weit runterfallen. Wenn man zu tief fällt, dann kann man noch sterben und dann muss man sich selber wieder aufsammeln. Geht's ja noch mal tiefer. Oh, ich bin jetzt voll. Zurück. Hier lang. Dann ist nämlich mein Goal heute noch erstmal Batterien bauen. Dann muss ich noch ein bisschen Zink suchen auf dem anderen Planeten. Halt, zu weit. Hier muss ich hoch. Wenn ich jetzt mehr Forschungswobbel mitnehmen will, dann müsste ich Dings hier lassen. Müsste ich noch Lithium hier lassen. Aber ich nehme lieber mehr Lithium mit als Forschungswobbel. Kosten so eine Landeplattform. Keramik und Aluminium. Aluminium und zweimal Keramik. Und warum war hier noch so eine Landeplattform? Jetzt schon hier einen Beacon hingestellt, also ein Leuchtfeuer, damit ich das doch finde, wenn ich hier noch mal landen will.
lange braucht der noch? Ach, gerade fertig. Na hier. Ach, ich lasse noch zwei Forschungen hier und nehme dafür zwei Lithium mehr mit. Eigentlich können wir das Ding hier auch hier lassen, die breite Anpassung. Und noch einmal Lithium mehr mitnehmen. So, das läuft hier alles. Den Tiger war mal los, wa? Spiel gespeichert, starten. Exotischer Mond. Kalidor, wüstenhafter Planet. Dark Tox ist der. Ich glaube, das ist der Heimatplanet, ne? Silber. Zeige ich dir gleich. Wenn ich die Landung überlebe, zeige ich dir das gleich. Wo ist meine Basis? Muss noch kurz im Orbit bleiben, bis ich die Basis sehe. Oder habe ich mich jetzt vertan und bin zum falschen Planeten geflogen? Das wäre sehr fatal. Wo ist meine Basis? Da hinten ist was. Da sind Markierungen.
Mal gucken, ist da die Basis bei? Einer von den beiden Bällen ist es. Probier den. Ah, okay. Gut. Fantastisch, ich hab's überlebt. Ich erstmal hier irgendwo ausladen. Ich habe so viele schöne Sachen bei. Ja, ich hier nehme ich Forschung auspacken. Hier auch Forschung. So, hier kann ich dir mal zeigen, woran man erkennt, dass der Kanister voll wird. Wenn man jetzt einen Meter dichter geht. Ja, guck mal, ich fange jetzt an zu minern. Und das geht so gar nicht, ne? Nee. Ich meine mal ein bisschen. Erstens siehst du das an dem Kreis. Wo du meinerst, der Minerkreis, daran siehst du, wie voll der Kanister schon ist. Und andererseits siehst du das an dem Weißen hier ringsum, im Kanister. Der ist zum Beispiel jetzt dreiviertel voll. Und wenn der voll ist, dann leuchtet der grün. Hier mache ich mal kurz voll. Da, jetzt leuchtet der grün, jetzt ist der voll und der andere ist ein ganz bisschen angefangen. Daran sieht man das. Wenn du genau hinhörst, da hörst du auch einen Ton, wenn der eine Kanister voll ist und so. So, jetzt habe ich... Glas musst du aus Quarz, musst du Quarz in die Schmelze schmeißen. Dann brennt der das nach Glas runter. Jetzt brauche ich Zink. Zink, Kohlenstoff, Zink. Zink, Zink, Zink. Gut, dann drucken wir uns erstmal die erste fette Batterie. Ich bin ja so glücklich. Endlich habe ich eine Batterie. Ich meine eine große Batterie. Das ist so nützlich. Die großen Batterien. Ja, guck mal, wenn ich die mal auspacke,
das für ein Mordsgerät ist. Die lädt sich dann langsam auf, wenn genug Strom ist, und gibt den Strom wieder ab, wenn kein Wind und keine Sonne ist und so. Kunststoffkristall aus dem Chemielabor, das kannst du ja später machen, wenn du andere Planeten besucht hast und so. Das Chemielabor selber kannst du ja noch nicht bauen, weil dafür auch Komponenten brauchst, hier Kompositwerkstoff oder wie das heißt. Deswegen, ich habe es noch gar nicht erforscht. Das Chemielabor. Keramik, Glas und Wolfram. Wolfram muss man denn erst besorgen. Von einem anderen Planeten. 5200 Bytes, dann kann ich das langsam erforschen. Und hier brauche ich Eisen, Wolfram und Gemisch. Eisen finde ich auf einem anderen Planeten zum Beispiel. Wie die Handelsplattform. Kunststoff genauso, das muss man denn herstellen aus mehreren Stoffen, und Eisen gibt es auch nur auf einem anderen Planeten. Nur mit Lithium könnte man kleine Batterien machen, aber davon braucht man denn zu viele. Das lohnt sich auch nicht, die zu forschen. Die 2000 Bytes, die kann man sich sparen. Stahl genauso, das kriegt man nur aus anderen Komponenten zusammengemixt. Da braucht man dann auch ein Chemielabor. Und ich erforsche erstmal Sachen, die ich dann noch demnächst bauen kann, weil bringt ja nichts, wenn du was erforscht und kannst das denn nicht bauen. Dann brauche ich Wolfgang und Stahl, also Wolfram und Stahl. Für die Winde brauche ich Wolfram und Gummi. Große Lager könnte man sich mal erforschen. Macht Sinn. Ja, jetzt lädt sich die Batterie ganz langsam, weil jetzt nicht kein Wind ist und Nacht ist. Und trotzdem läuft die Basis mit Full Power weiter. Weil das eine Riesenbatterie ist. Coole Sache. Coole Sache. Da baue ich gleich noch eine von. Und dann nehme ich mir auf den anderen Planeten auch noch welche mit. Da habe ich ja jetzt schon eine Basis angefangen. Weil ich dann zwei Batterien noch auf dem anderen Planeten habe. So, zwei Batterien reichen völlig aus für eine Basis. Eine ist vielleicht ein bisschen wenig, aber zwei reichen aus.
kleinen Batterien hier am Habitat sind schon leer. Die große Batterie, die wird jetzt auch langsam leer. Aber jetzt ist gerade Wind gekommen, also lädt sie sich gleich wieder auf. Und die andere da hinten, die müsste sich, glaube ich, auch wieder aufladen. Oder erst wenn die voll ist, die andere, weiß ich jetzt nicht. Das war bloß ein kurzer Windhauch. Mit so großen Batterien kann man schon gut was anfangen. Ich wundere mich gerade, Benachrichtigungseinstellungen, warum ich hier getaggt werde. At everyone war noch angeschalten, okay. In Discord. So, die Batterie und dann bauen wir noch eine. Könnte sogar noch eine bauen. Huch. Mal ran damit. Batterien kann man nie genug haben. Jetzt reicht der Strom wieder, um zu laden. Wird auch langsam hell. Spätestens wenn die Solarmodule hier aufgehen, dann ist hier genug Saft vorhanden. Sollten gleich aufgehen. Jetzt lädt sogar die Batterie hier hinten. Gut, gut. Wenn der Tag vorbei ist, dann haben wir genug Pufferspeicher für die Nacht und alles. Super. Jetzt ist die Forschung abgeschlossen und ich habe keine neue. Ganz toll. Ja, und im allerdümmsten Fall kannst du nämlich so ein organisches Zeug minern und einen kleinen Generator betreiben. Ne? Also, das geht auch. Das habe ich auf einen neuen Planeten gemacht. Neo, welcome. Thanks for your wishes. I wish you also a great day.
So. Was wollte ich denn jetzt herstellen? Graphit? Ammonium wollte ich herstellen. Heil, you are hacking. First try. Hacker. It's your lucky day, I guess. Lucky or Cheetah? Habe ich schon 3 Kanister und bis die voll sind, dauert das eine Weile. Jetzt. Nach dem Flug jetzt hier muss ich eine neue Düse basteln. Meine Schubdüse ist jetzt kaputt. Kann ich zur Seite legen und muss ich eine neue bauen. Die reicht für einmal hin und her fliegen, die Schubdüse. Und deswegen synthetisiere ich hier schon Ammonium. Damit ich noch eine Schubdüse bauen kann. Lager, Traktorhänger, Obersitz, Feststoffschubdüse, Ammonium und Aluminium. Wir holen uns noch ein bisschen Aluminium. Da ist Aluminium. Nochmal Zink. Dann basteln wir uns da so eine Feststoffschubdüse noch.
Das Raumschiff ist also unendlich wiederverwertbar, bloß die Schubdüse, diese Feststoffschubdüse, die musst du immer wieder neu bauen. Und später hast du eine Hydrazin-Schubdüse, aber dann braucht man Hydrazin, um Treibstoff herzustellen. So. Den Kanister, den stecke ich mal hier auf. Den brauche ich gerade nicht. Da haben wir noch einmal Lithium. Das tun wir hier drauf. Drei Batterien sollte ich ganz gut klarkommen da oben. Ich könnte mir noch ein paar Verpacker mitnehmen, dass ich dann oben Sachen verpacken kann. Was ich gerade sehe, ich habe ja noch nicht mal meinen Dings hier ausgepackt. Mein Lithium hier ausgepackt. Nehmen wir das so mit. So. Geronimo. Wie sieht man seine Whisper-Nachrichten? Muss erst mal gucken, wo hier mein Planet ist, wo ich hingeflogen bin. Glacio ist es nicht, der hier, ne? Lithium, ja, hier bin ich hingeflogen. Das war unten rechts hier, richtig. Muss jetzt wieder meinen Landepunkt suchen, dann kann ich selber mal nachschauen. So, wo ist meine Basis? Ich habe extra ein Beacon gesetzt, damit ich das sehen tue. Muss man erst eine Weile kreisen, um das zu sehen. Hey, wake up. Claudius Fritschi, willkommen. Wo ist die Basis? Da. Da ist was. Chat, seht ihr es?
Dann lädt er wieder da, okay. Nein, nicht einen Verpacker rausnehmen. Ich will das ganze Ding rausnehmen. So. Voll bepackt mit tollen Sachen. Batterie. Mit einer Hydrazindüse musst du immer bloß Treibstoff nachfüllen, die hält ewig sozusagen. Und eine Feststoffdüse ist nach 2 Starts kaputt. Also du kannst einmal zu einem fremden Planeten fliegen und wieder zurück. Und dann ist die Feststoffdüse kaputt. Du musst eine neue bauen. Und Hydrazindüse, da musst du halt Hydrazin nachfüllen. Gut, dann haben wir hier auch schon mal. Du fragst mich, nee, was leichteres. Ich glaube, das findet man fast überall, bloß nicht gleich auf der Oberfläche. Also in tieferen Höhlen irgendwo findet man Hydrazin. Also auch auf dem Startplaneten findet man Hydrazin, bloß nicht gleich auf der Oberfläche. Wenn man ein bisschen rumtigert und guckt, dann findet man das. In tieferen Höhlen. Was sieht denn so purple aus oder so rosa? Glaube ich. Zumindest war das damals mal so. Vielleicht haben sie da auch seit dem letzten Patch was geändert, dass man das irgendwie im Chemielabor erzeugen muss, das Hydrazin, das kann sein. Also vor dem letzten Patch war das noch zum Sammeln und dann muss es so ein Hydrazin-Verdichter oder sowas bauen und der hat dann aus deinem gesammelten Zeug das flüssig Hydrazin gemacht. Kann sein, dass sie das jetzt mit ins Chemielabor reingepackt haben. Das weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Da bin ich noch nicht, sozusagen. Um das rauszufinden, muss ich noch eine Ecke zocken. Hurra, Brems. Aber wenn ich drüber stolper und dann weiß, wie es geht und so, dann erzähle ich es dir.
Ach, hier liegt das Graphit rum. Ist ja nicht schlecht. Ich habe mich schon gewundert, wo ich das herkriege. Und spätestens, wenn du auf einem anderen Planeten unterwegs bist, dann bietet sich hier so ein Sauerstofftank an, dass man den erforscht hat und für ein Glas baut. Wenn du dann nicht so viel Verbinder in der Nähe hast und so, dann kann man mit einem Sauerstofftank doch ein bisschen weiterlaufen. Ich setze mir den dann immer oben drauf, damit ich dann auch sehe, dass der leer wird hier. Was sieht man denn rechts hier? Wasserstoff und Ammonium, okay. Siehste? Und dann musst du sehen, wo du Wasserstoff herkriegst. Da musst du wahrscheinlich so ein, wie heißt das gleich, Atmosphärenkondensator gebaut haben. Weiß aber nicht, ob du Wasserstoff auf dem ersten Planeten schon kriegst, aber sollte eigentlich. Das wäre schon schlecht, wenn man das nicht auf den ersten Planeten herstellen könnte. Gehe ich mal von aus, dass man das auf den Startplaneten auch finden kann. Eine Windfahne gefunden. Juhu. Mehr Strom. Müssen wir mal gucken, wo können wir das Ding anbauen. Da so. Und jetzt durch den Sauerstofftank bin ich natürlich extrem flexibel, weil ich dann auch ohne diese Verbindungslinie noch ein Stückchen laufen kann und sammeln kann. Muss man bloß aufpassen, diese bösen Pilze hier vorne, die sind gefährlich. So, jetzt habe ich erstmal ein bisschen Forschung gesammelt. Ich glaube, das war's denn aber auch erstmal für heute. Brauchst halt Wolfram Kabik, der, wer braucht das nicht? Ich glaube, da bist du noch nicht weit genug für. Dafür musst du auf einen anderen Planeten, wo es Wolfram gibt. Oder Wolframit oder wie das heißt. Und dann musst du schmelzen und dann Chemielabor, also da bist du noch eine Ecke von entfernt. So, ich mache erstmal für heute Feierabend. Ich drehe ja die Riffel auf Theta. Warte mal gucken, was hatte ich da für einen Code genommen? 24. Close Prediction, Endswert 24.
Good luck, everyone. Congrats, congrats. Ja, ich bin morgen wieder da. Thanks for watching. Danke fürs Zuschauen. Danke für die Donations, Follows und sowas alles. Bye bye. Auf Wiedersehen.